Heute zeige ich euch, wie ihr selber Pinza herstellt. Pinza ist ein traditionelles italienisches Gebäck und es ist eigentlich wie Pizza. Jedoch besteht der Teig aus Weissmehl, Reismehl und Kichererbsenmehl. Dadurch, dass der Teig einen Kichererbsen- und Reismehlanteil hat, kann er Feuchtigkeit viel besser einschliessen. Und dadurch wird der Teig viel luftiger, fluffiger und liegt weniger schwer auf. Was wirklich, wirklich gut ist an diesen heissen Sommerabend in Italien. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einen Hefeteig machen mit den 3 verschiedenen Mehlsorten. Dann die kleinen Teiglinge in Kugeln formen, sie aufgehen lassen und da müsst ihr jetzt halt geduldig sein. Das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass ihr viel Geduld habt beim Hefeteig machen. Sobald euer Pizzateig aufgegangen ist, mache ich das Pesto. Ich mache ein Pistazienpesto, weil ich finde, es gibt nichts Feineres und es schreit so richtig nach Sommer, Sonne und Italien. Daher einfach Pistazien mit Parmesan, Knoblauch vermengen, dann Basilikum reingeben, Olivenöl reingeben und schon ist es fertig. Jetzt sind auch unsere Teiglinge schon fertig. Die tue ich auf einem Pizzablech auseinanderziehen. Ich gebe auf das Blech Reismehl, dass mein Teig nicht anklebt. Dann gebe ich darauf ein bisschen Tomatensugo. Darauf gebe ich Cherrytomaten und dann geht es schon ab in den Ofen auf den Pizzastein. Da ist es wirklich wichtig, dass ihr mit viel Hitze arbeitet, dass euer Rand richtig fluffig wird. Dann gebe ich noch drauf Burrata und unser selber gemachtes Pesto.